Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Wie ihr seht, habe ich hier ein wunderschönes Cover in meinen Händen. Aber bevor ich euch erzählen kann, worum es in diesem wunderschönen Buch geht, das Rechtliche. Hier irgendwo steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil ich euch jetzt Bücher zeige und das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr jede Menge Links zu den verschiedenen Büchern, die führen zu Amazon. Wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir Prozente, weil wir dort im Partnerprogramm sind. So, außerdem war dies ein Rezensionsexemplar, das ich behalten darf und dafür bin ich dem Magellan Verlag absolut dankbar. Und jetzt nochmal ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr gerne noch mehr Bücher entdecken möchtet, dann kommt doch mal zu uns auf den Hauptkanal, da posten wir so ungefähr alle drei, vier Mal in der Woche bekommt ihr dort jede Menge Bücher zu entdecken und ja, vielleicht inspirieren sie euch. So, jetzt möchte ich euch inspirieren zu diesem Buch. Das Buch ist für Kinder ab 9 Jahre, so ungefähr bis 11, aber ich finde immer dieses bis immer, ja, gilt ja eigentlich nicht. Ich habe mich an dem Buch ja auch erfreuen können. Okay, aber es ist schon etwas für etwas Jüngere angelegt. Das merkt man beim Lesen. Nichtsdestotrotz habe ich es sehr gerne gelesen und ich bin total verknallt in dieses Wahnsinnscover. Ich streiche hier auch immer gerne rüber, weil ja, es ist geprägt und ihr habt noch Spotlight da drauf und es sieht einfach klasse aus und ich mag die Illustration. Schaut euch das doch mal an. Es ist einfach mega. So, ja. Aha, nochmal ein Blick ins Innere, bevor ich euch nachher noch mehr davon zeige. So, es geht um Tom. Tom ist alleine mit seiner kleinen Schwester Ella, die ist 6 Jahre alt und die schläft. Die Eltern sind zu einer Mieterversammlung, weil es ein Mäuseproblem gibt. Es ist schon sehr, sehr spät und er möchte jetzt eigentlich auch ins Bett und dann hört er auf einmal einen Klong. Und an seinem Fenster oder gegen die Scheibe fliegt eine Drohne und er denkt, die fliegt noch höher und er denkt, oh, die will bestimmt oben auf den Tower. Und dann macht er sich schnell auf den Weg. Er war gerade in der Badewanne, er schmeißt sich halt auch nur noch einen Bademantel über und rennt los oben aufs Dach. Und ich mache es einfach kurz, diese Drohne hatte ein Paket dabei. Und ja, man ist ein bisschen neugierig, ne? Weil es bewegt sich da drin. Außerdem ist Millie noch dazu gekommen, ein Mädchen, das er vorher noch nicht kannte, die jetzt auch mit da oben ist und die sagt, oh, da sind bestimmt lebende Tiere drin. Der Grimm ist irgendwie im Urlaub oder so, für den das Paket ist. Und wir können die lebenden Tiere da doch nicht drin lassen. Also machen sie das Paket auf. Tja, das hätten sie vielleicht nicht tun sollen. Wie das ja meistens so ist, wenn man zu neugierig ist und seine Nase in Sachen reinsteckt, die einen eigentlich nichts angehen. Denn in diesem Paket sind seltsame Dinge. Ein Lebkuchen, ein, ja, sie denken, es ist ein Fetzen, aber es ist ziemlich groß. Ja, was kommt da noch raus? Eine goldene Kugel rutscht raus und es ist tatsächlich ein Tier da, und zwar ein Frosch. So, diese Dinge verschwinden jetzt und die Kids sind absolut bemüht, da hinterher zu kommen. Und ihr ahnt es natürlich, was das für Dinge sind. Die sind magisch und sie kommen aus dem Märchenreich. Und der Herr Grimm, dem dieser Tower gehört, der sehr düster aussieht und ein bisschen unheimlich ist, ist natürlich ein Nachfahre der Grimms. So, und der möchte seine Sachen natürlich wieder haben. Und die Kinder, naja, der Frosch. So ein Frosch kann ganz schön süß sein. Also wird es schwierig. Ich fand das wirklich sehr schön von den Ideen, dass diese Märchenartefakte halt in diese technisierte Welt kommen, die mit einer Drohne halt transportiert werden. Und das hat mir schon mal sehr gut gefallen, dieser Kontrast zwischen den alten Märchen und jetzt dieser modernen Welt. Und ich mochte das auch, dass die Kinder sich jetzt eben auch anfreunden darüber. Wie ist das, in so einem Tower zu leben? Unten natürlich ganz toll, es gibt Restaurants und so weiter, Büroetagen, wo auch die Mutter arbeitet. Das ist, fand ich also wirklich sehr, sehr schön. Ich fand auch die Idee toll, dass der Vater halt Russe ist von Tom und dass er halt die Kosenamen dementsprechend auch verändert und die kleine Schwester nennt er halt immer Prinzessin und ihr wisst, was mit Prinzessinnen und goldenen Kugeln passiert. Ja. Das war eben auch eine sehr schöne Idee. Ich mochte auch den Frosch, der, obwohl er ziemlich verfressen ist und sich sehr ungern irgendwelche Sachen entlocken lässt, hat er mir sehr viel Freude gemacht. Ja,
ein sehr, sehr schönes Buch. Es geht halt auch ab und zu darum, sich selbst zu überwinden, denn dieser Fetzen, der da durch die Gegend geflogen ist, war tatsächlich, ich verrate es euch, ein fliegender Teppich. Ja, und wenn man mal so einen fliegenden Teppich in die Finger kriegt, naja, ich bin nicht sonderlich schwindelfrei, für mich wäre das nichts gewesen. Ja, das Buch ist also wie gesagt sehr, sehr schön. Man hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hier mit der Gestaltung auch. Ihr habt auch immer, wartet mal, ich suche euch mal, auch immer Illustrationen noch dazwischen. Es ist wirklich sehr schön. Die Kapitel sind auch sehr kurz gehalten. Das heißt also auch Kinder oder Jugendliche, die vielleicht nicht so häufig lesen, werden nicht überfordert von den Texten, denke ich mal. Also das ist wirklich gut durchdacht und schön erzählt und viele kreative Ideen. Hat mir gut gefallen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Wenn ihr also eine kleine Schwester habt oder einen kleinen Bruder, die sich für Märchen interessieren, werden die sich sicherlich über dieses Buch sehr, sehr freuen. So, ich zeige euch jetzt noch ein paar Bücher, die in diesem Bereich Märchen halt reinspielen. Und zwar fangen wir an mit Michael oder Michael Buckley, die Grimm-Akten und wenn sie nicht gestorben sind. So, war eine Reihe. Das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Es war einmal schon. So, und es geht halt um Geschwister, die zu ihrer Oma geschickt werden. Ich weiß nicht, irgendwie Fairyport oder wie das hieß, hatte ich jedenfalls schon so einen netten Namen. Und dort leben Märchenwesen. Und ja, sie sind halt Grimm-Nachkommen und müssen sich jetzt halt darum kümmern, dass das Ganze da nicht aus dem Ufer läuft. Das habe ich damals sehr, sehr gerne gelesen. Ich glaube, der zweite Teil geht um Rumpelstilzchen. Ich weiß gar nicht, ob die Reihe dann noch fortgeführt wurde. Wenn nicht, wäre schade gewesen. Also ich habe die sehr gern gelesen. So, dann habe ich hier, und das war so ein Highlight für mich. Was wäre, wenn die böse Stiefmutter den Prinzen vergiftet hätte? Spieglein, Spieglein, Twisted Tales von Jen Kalonita. Ja, ihr erkennt es ganz klar, Disney. Und es geht halt um Schneewittchen. Ja, wie wäre es, wenn die Geschichte ganz anders gelaufen wäre? Was ich an dem Buch total geschätzt habe, war, dass es auf der einen Seite wirklich die Geschichte von Schneewittchen so nochmal erzählt, auf der anderen Seite ist sie wieder ganz anders und gibt ganz andere Eindrücke. Ich habe immer gedacht, naja, Schneewittchen ein bisschen naiv, aber hier wird sie doch eher als ein stärkerer Charakter geschildert, die, naja, sich etwas wieder zurückholen möchte, was ihr eigentlich gehört und nicht jemand, die irgendwann vergifteten Apfel nur isst, umfällt und geküsst wird und dann Königin wird. Also es wird hier ein bisschen anders erzählt. Ich habe mich auch immer gefragt, was wollte der Prinz eigentlich da in dem Schloss? Auch dafür gibt es eine Antwort. Also ein richtig, richtig tolles Buch. Ich gucke gerade noch mal, aber ich glaube, nein, hier gab es keine Illustrationen noch mehr. Aber auch von mir, es war wirklich eine Überraschung. Ich habe gedacht, okay, da wird jetzt, die ganzen Sachen werden jetzt einmal durchgezogen, entweder real verfilmt und es gibt ja zwei Reihen, die sich auf die Märchen wieder stützen. Einmal die Williams und einmal dieses hier, die Twisted Tales. Und ich hatte da nicht die Hoffnung, also die wirkliche große Hoffnung, dass das gut sein könnte. Aber ich fand das wirklich gut. So, wer sich wirklich für die Brüder Grimms, für die Märchenstraße oder für dieses ganze Märchenthema interessiert, dem kann ich nur dieses Buch empfehlen von Gerald Axelrod, Die fantastische Welt der Brüder Grimm entlang der deutschen Märchenstraße. Ihr habt hier ganz viele Informationen, ihr habt sehr schöne Bilder. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich habe das auch damals unheimlich gerne gelesen. Ihr habt hier zum Beispiel Rotkäppchen. Wie ist die Geschichte entstanden? Gab es da Abweichungen zur Urfassung und so weiter? Es ist wirklich richtig, richtig toll. Und wenn ihr vielleicht irgendwann mal die Märchenstraße entlang fahren wollt und wollt euch anschauen, wo Rotkäppchen oder Dornröschen gelebt haben, dann ist das mit Sicherheit ein sehr schönes Buch und hilfreich. Wir waren ja auch mal auf der Sababurg, da war ja Dornröschen zu. Nicht zu Gast, sondern da hat sie gelebt. Aber da steht nicht mehr allzu viel. Aber es hat ja auch ein nettes Restaurant und es ist wirklich schön, dort oben mal zu sein. So, dann haben wir hier Die wunderbare Welt der Märchen. Das ist ein wunderschönes Buch von Ars Edition, ihr kennt die Regel von Ars Edition, darf ich euch leider nie so viel zeigen, wie ich gerne möchte. Ich gucke mir mal gerade,
ich nehme natürlich die Bösen jetzt einfach mal. Ich gucke mal, wie ich sie finde, so schnell. So, nein, das sind die Märchenprinzessinnen. Also ich kann euch schon mal sagen, königliche Schlösser. Aber ich zeige euch den bösen Zauber. Es gibt also in diesem Buch auch sehr viel zum Aufklappen. Hier ist es halt so etwas. Da habt ihr hier, da oben könnt ihr auch. Ja, es gehört zur anderen Seite, das mit dem Drehen. Es gibt also sehr viel zu entdecken und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ein ganz, ganz tolles Buch, wenn ihr euch für Märchen und Märchengestalten interessiert. Naja, und natürlich, das darf eigentlich nicht fehlen. Ich glaube, in jedem Haushalt steht irgendwie eine Ausgabe von den Grimms Märchen. Und das hier ist eine Wahnsinnsausgabe, eine Schmuckausgabe mit Sternchen, die glitzern und auf dem Kleid auch. In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, ist das nicht toll. Also ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich es in die Hand nehme. Ihr habt da auch schöne Illustrationen. Ich gucke mal gerade, ob ich was ganz besonders Schönes für euch finde oder Eindrucksvolles oder so. Ja, da sollte man sich vielleicht mal zwischendurch. Hier haben wir zum Beispiel Aschenputtel. Schaut. Ihr seht, und es sind fast auf jeder Seite sind Illustrationen. Das ist wirklich ein absolutes Schmuckstück. Ich weiß gar nicht, wozu das gehört. Sieht ein bisschen aus wie Aladdin. Der Geist im Glas. Es ist so, seht ihr. Also ihr habt immer richtig, richtig schöne Illustrationen da. Und ich finde, ja, ich weiß nicht, wie man zu Märchen ja auch steht. Der eine mag Märchen, der andere sagt, Märchen sind schädlich. Ich finde, Märchen gehören einfach dazu. Der sollte irgendeine Ausgabe von den Grimms Märchen da haben. Ich habe sogar ein Märchen-Backbuch. Schade, das habe ich jetzt vergessen. Sonst hätte ich euch das auch noch gezeigt. Aber das war garantiert nicht das letzte Märchen, das ich euch zeige. So, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, vielleicht mal wieder die Nase in ein Märchenbuch zu stecken oder zu erforschen, was es so an Märchen noch gibt, außer den üblichen. Und wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Tag. Bis dann.